EA Productions. EA Productions liest Johann Peter Hebel, Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Heute König Friedrichs Leibhusar. Der Leibhusar König Friedrichs von Preußen muss mit seinem Herrn in gutem Vernehmen gestanden haben. Denn einmal gab ihm der König wegen eines Versehens eine Ohrfeige, dass ihm die Haarlocke, wie man sie damals noch an den Seiten des Kopfes trug, aufeinanderfuhr und der weiße Puder davonflog, also dass man's draußen ihm wohl ansehen konnte, wenn er hinauskam. Der Leibhusar bat wegen seines Versehens um Verzeihung, stellte sich aber geradewegs vor des Königs großen Spiegel, der im Zimmer war, richtete seine Locke wieder zurecht und stäubte mit dem Schnupftuch den Puder vom Kleid, welches unschicklich war. Dem König kam's auch so vor, denn er sagte: »Was hält dir ein? Willst du noch eine?« Der Leibhusar sagte, nein, er habe genug an einer. »Aber die anderen«, sagte er, »brauchen nicht zu wissen, wenn ich hinauskomme, was zwischen uns vorgefallen ist.« Da lächelte der König wieder und war nimmer böse über den Leibhusar. Item, einmal tut so etwas gut, ein andermal nicht. EA Productions.